Hallihallo, Hallöchen. Heute machen wir wieder Map-Vorstellung und heute schauen wir uns die Gemeinde Rade an und starten da gleich mal. So ist es okay. Und wir kommen direkt beim Händler raus. So wie geschrieben ist, gibt es für die Karte keine Updates, ist Version 1.0. Die Geräte stehen mitten auf dem Feld. Aber ich denke, der Rest ist eigentlich so, wie wir es aus dem 19er kennen und werden da auch das ein oder andere neue Feature finden. So, wir werden uns das mal von oben anschauen. Ich finde sie sehr cool. Auch die Felderzuteilung. Ich sag, da haben wir so ziemlich von klein bis groß verwinkelt und so weiter alles dabei. Wir werden mal hier gleich mal noch so sagen, wir lassen mal die Zeit ganz normal laufen und unser, da steht es ja, Motor automatisch ausschalten. So, wir springen einfach mal hier ins Auto. Genau, hier ist irgendwie der Spawnpunkt noch ganz anders, war wahrscheinlich früher mal hier der Hof oder die Koordinaten passen nicht mehr ganz zusammen. So, der Hof ist da hinten. Wir werden jetzt da mal hinfahren und uns das anschauen. So, wir müssen irgendwo. Uns irgendwo hier durchkämpfen. So, und wenn wir da sehen, sieht das alles recht schön detailliert aus. So, jetzt bin ich da sicher schon falsch gefahren. So, hier hängen die Sträucher auf der Straße. Da müsste man mal ein bisschen mit der Heckenschere durch. Da rennen die Rehe rum. Und somit sind wir hier auch in der Gemeinde gerade unterwegs und werden uns jetzt auf den Weg machen zum Hof. Und das sieht alles sehr idyllisch aus hier. Wer will da nicht wohnen? So, wir können wahrscheinlich hier durchfahren. So eine kleine Abkürzung. Sehen wir hier so ein verfallenes Gebäude. Und hier kommen wir jetzt quasi schon auf dem Hof. Wir haben da recht großen Unterstand hier. Da kann man schön Ballen stapeln, sage ich mal, oder sonstiges Gerät noch reinstellen. Hier auf der anderen Seite haben wir eine schöne neue Halle. Mit Licht und elektrischen Toren. Tore. Dann haben wir hier so ein, ja, altes Gebäude. Ich weiß nicht, ob das wird hier wahrscheinlich nicht funktionieren. Da geht nichts auf. Das ist bloß Deko. Und was wir haben, wir haben recht viele Silos hier. Durchfahrsilos. 1, 2, 3. Und die sind nicht umsonst da, weil hier hinten haben wir nämlich gerade einen großen Kuhstall. Und die wollen natürlich was essen. Hier haben wir gleich das Lager für den Mist. Da haben wir die Weide davor. Und hier ist der Stall standardmäßig auf der Karte. Oder LS22 Standard, sagen wir mal so. Der ist jetzt natürlich noch leer, aber das ist hier auch drauf. So, dann haben wir hier auf der anderen Seite noch so eine schöne Halle. Auch hier mit einer Mauer dazwischen. Das macht das nämlich fahrtechnisch sehr anspruchsvoll. Hier haben wir einen kleinen Unterstand.
Hier haben wir eine große Halle drin. Werkstatt, so wie es aussieht. Jawohl, da können wir Geräte reparieren. So, aber hier sehr eng alles, muss man sagen. Da müssen wir dann schon ein bisschen fahrtechnisch auf den neuesten, auf den besten. Da müssen wir fahrtechnisch schon was drauf haben, aber wir können ja von da reinfahren. Hier ist der Platz übersehen, da haben wir einen größeren Platz. Wir haben hier Unterstellmöglichkeiten. Wir haben hier ein eigenes Hofsilo. Wir haben auch einen eigenen Schutthaufen. Sehr schön. Dann haben wir hier das alte Gebäude. Backsteingebäude. Sieht, ja, von Weitem sieht es eigentlich recht gut aus. Texturmäßig. Das hier finde ich auch ganz cool hier unten. Das ist vom Regen so der Dreck hochgespritzt. Sehr schön gemacht. Hier auch wieder eine Unterstellmöglichkeit. Hier haben wir den zweiten Kuhstall. Also Kühe gibt es hier bei der Rade noch keine, aber das ist auf jeden Fall dafür ausgelegt. Dann haben wir da noch ein Durchfahrsilo. Misthaufen. Wir haben hier ein Güllelager. Wir sind jetzt von da hinten gekommen. Hier vorne gibt es auch wieder, da kommen wir da bei dem kaputten Haus wieder vorbei. Hier kommen wir hinten vom Kuhstall dran und auch zum Gülleentnahme. Sehr schön. So, Gemeinderade ist ja im 19er recht gut gelaufen. Das haben sehr viele gemocht und geschaut. Ich sag, der Hof ist noch richtig so, wie ich ihn liebe. Alles so ein bisschen verbaut. Von alten Gebäuden bis neuen. Und da, wo Platz ist, wurde auch wieder dazu gebaut. Das finde ich natürlich ganz cool. Hier auch das Wohnhaus. Und hier kommen wir dann nach vorne zur Straße. Also alles schön verwinkelt, eingebaut. Das mag ich noch. Ja, was gibt es sonst auf der Karte natürlich noch? Können wir noch gucken, was wir da eigentlich so für Produktion haben. Wir haben da natürlich die Kühe. Sonst produktionsmäßig sieht es eigentlich recht rar aus. Wir haben hier unten Landhandel, den Viehhändler und dann ist es schon das fast gewesen. Aber eben, das Ganze bezieht sich denn auf Viehwirtschaft hier. Und wenn wir hier gucken, wenn wir zum Beispiel Feld 1 kaufen, kaufen wir noch so ein Stück Wald damit. Und je nachdem, welches Land wir da kaufen, können wir da sogar noch den Wald, okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, mitkaufen. Ja, viel mehr gibt es da auch gar nicht zu sagen. Wir werden jetzt noch mal in unser Auto springen, werden noch so eine kleine Spritztour hier machen, damit wir da noch so einen kleinen Überblick von der Karte bekommen. Und schauen uns das Ganze mal noch so von außen an. Ein richtig schöner verwinkelter, verbauter Hof. Die Autos fahren ja auch wie die Sau. So, wenn wir jetzt hier zum Beispiel fahren, oder hier haben wir auch noch so ein kaputtes Gebäude. Und da fängt schon das Feld an. Jetzt haben wir ein Reh angefahren, müssen wir das melden. So, hier haben wir auch noch wie so einen verlassenen Hof, sage ich mal, sieht das aus. Hier können wir auch noch Sachen unterstellen. Wir können hier vielleicht auch das Zeug wegnehmen. Oder auch nicht. Texturmäßig sieht es hier ganz komisch aus. Aber das hier
Das wäre doch noch so ein Gelände, was man vielleicht dazu kaufen kann. Hier ist irgendwie der Händler und wir sind da. Und das kann man da zum Beispiel noch für viel Geld kaufen. Aber es gibt auf jeden Fall riesig viel Spielpotenzial, wenn wir da noch solche Gebäude mit drin haben. So, wir wollen uns noch ein bisschen die Landschaft hier anschauen, wie das alles so gemacht ist. Das hier mit den Bäumen links und rechts, die Alleen, das finde ich natürlich richtig schick. Hier hört die Straße auf einmal, und da können wir schon wieder im Wald und Wiesen. Auch da hinten Hochspannungsleitung verbaut. So, jetzt sagt er mir hier bestimmt, die Karte ist zu Ende oder nur der Weg. Also Link zu der Karte findet ihr in der Videobeschreibung. So, ich glaube, ich fahre da lang. Das sieht so cool aus da. Ja, das gefällt mir. Richtig schön angelegt hier die Felder, muss ich sagen. So, und da sind wir dann auch schon wieder am Ende angekommen. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.